Hey ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Die Folge fängt ja wirklich hervorragend an. Hallo! Wow! Ausweichen! Okay, der Angriff gefällt mir extrem gut. Vor allem, weil ich für jedes Mal blocken ein Adrenalinsegment dazu kriege. Und für jeden Treffer natürlich auch. Höhe sehe ich nicht ein. Schön lieb und artig bleiben. Philomenia. Hui! Okay, der Angriff ist mega geil. So kann eine Folge anfangen. Nehme ich. So. Die Frage, die ich mir jetzt gerade so stelle, ist ja, ich habe jetzt gerade einen Söldner besiegt. Warum wird der da unten in der Leiste eigentlich nicht gelöscht, wenn mich drei Söldner gerade aktiv suchen und ich einen davon besiege? Na, kann jemand Mathe? Ach, was bist du denn für süßer Esel? Hey, kann ich dich streicheln? Ach, du bist ja süß. Geborgenes Relikt in Attika. So, ja, ich habe jetzt einen Steinbruch ausgelöscht. Bis aufs Kleinste ausgepult. Aber Ihmchen habe ich trotzdem nicht gefunden. Hilft den Leuten in der Nähe. Okay, dann sollten wir wohl vielleicht das machen. Was wir machen sollten. Sokrates, Staatsbürgerprüfung. Ach, da ist mein Screenshot. Warum taucht der auf meiner Festplatte nicht auf? Oder muss ich den noch irgendwie lokal speichern oder so? Na, Eselchen. Ich will den knuddeln, ne? So. Was flackert hier in meinem Inventar noch vor sich hin? Ach so. War gerade wieder Krempel eingesammelt. Ja, ich glaube, ich gehe einfach mal eine Runde spazieren. Vielleicht ergibt sich ja eine Gelegenheit, einen weiteren Kultisten zu entlarven. Er soll ja hier in Attika sein, also falsch bin ich nicht. Oder gibt es einen noch treffenderen? Guck mal, das sieht auch nach einem Steinbruch aus. Ich werde mal das anpeilen. Einfach, weil ich es kann. Phobi? Hey, na los! Klappere ich die Steinbrüche ab, wisst ihr? Ist vielleicht eine etwas unkonventionelle Art, nach Kultisten zu suchen, weil normalerweise hangelt man sich eigentlich von Kultist zu Kultist.
die halt Hinweise parat halten, aber hey. Ich nehme, was ich kriegen kann. Hallo? Er mag nach mir suchen, aber ich muss ihn jetzt trotzdem nicht bekämpfen. Zumindest nicht sofort. Da wird sich sicherlich noch eine Gelegenheit ergeben. Eine Sache frage ich mich allerdings. Wir haben ja in der letzten Folge eine Rückblende mit Myrinne gesehen. Hatten die in Griechenland damals irgendwie den Jungbrunnen oder so entdeckt oder was war kaputt? Myrinne sieht keinen Tag älter aus als vor 20 Jahren, als Cassandra noch ein Kind war. Was ist da los? Oh, kaum reitet Phobi schneller, geht's für mich ab durch die Botanik. Lavrio. Lavrio Silbermine. Okay. Natürlich. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Gut, ich verschaffe mir mal mit Ikarus kurz wieder einen Überblick. Eine Runde stärker. Schon sagen, was siehst du da, Ikarus? Das war's? Fast. Ja, Stufe 21 sind die alle reichlich stark, aber ich habe mir auch einen neuen Angriff gesichert. Und nur gucken, wie ich da runterkomme. Ohne mir alles zu brechen. Und ohne zu viel Aussehen zu erregen. Άντε και εργάζεστε.
Okay, aus der Haltung kann ich das... Okay, ja, ich habe keine Adrenalinbalken gerade. Deswegen kann ich so einen Angriff gerade nicht machen. Ich finde das süß, wie die ganzen Sklaven mich auch angreifen will. Denen habe ich ja eigentlich nichts getan. Gut, ich nehme denen ihre Arbeit weg, mehr oder weniger, beziehungsweise ihre Arbeitgeber. Aber ist ja nun nicht so, als ob die Geld für ihre Arbeit hier bekämen, oder? Es sind Sklaven. Wow, das hat sich voll... Oh Gott. Ich liebe diesen Angriff. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Oh Gott, 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 Gott. Stufe 22, lass mich raten, du bist Mimnosa. Und Stufe 23. Wollt ihr mich vereiern? Ich frag für einen Freund. Ich habe keine Probleme. Stirb, Miezekätzchen. Ah, gut. Warum der 23er jetzt aufgetaucht ist, aber ja, es tauchen immer etwas stärkere Gegner auf als das Gebiet, in dem man sich aufhält, wahrscheinlich. Aber hey, ich habe 13 Minuten durchgehalten und bin nicht nach 6 Minuten gestorben. Der neue Angriff ist schon fancy. Muss ich mir nur was anderes ausdenken. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen. Ja, nicht kämpfen ist so eine Sache. Guck mal, ich könnte mich zum Beispiel zuerst mal um den da kümmern. Gut, dass mein Sauerstoff gerade nicht runtergeht, weil würde eigentlich am meisten Sinn machen. Natürlich, Mimnosa, der Blitz, wer sonst?
Silber. Hierauf gründet also Athens Reichtum. Neue Ort entdeckt. Silbermine. Ich geh mal rein. Lass dich bitte nicht stören. Ich bin nur auf der Durchreise. Hallo. Weg! Bitte benehmt euch, ja? Ja, das war's. Hi! Lasst euch nicht stören. Guten Tag. Meinst du damit, du heißt Ikarios? Was ist das denn? Weißt du, fast genauso wie mein Adler, aber nur fast. Bekämpft euch mal bitte alle gegenseitig, ja? Nochmal hep. Hoch mit dir, Cassie. Hoch. Hoch, 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 hoch. Und raus hier. Eine Opferklinge ist ja nett. La 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 la. Sind alle beide in der Nähe. Es ist mir scheißegal, ob du das Geld brauchst. Ich würde gerne mein Leben behalten. Genau, deswegen halte ich auch an und lass mich von dir abmurksen, oder was? Du bist ein Vogel, ey. Mit ihm möchte ich mich ehrlich gesagt nicht anlegen. Der ist mir mit Stufe 23 echt noch ein bisschen zu stark. Das Blöde ist, die beiden hocken fast auf dem gleichen Platz. Wenn ich sie angreife, greift er mich an. So, ihr Miezekätzchen könnte ich umbringen. Aber das ist irgendwie nicht mein Plan. Zumindest nicht mal Primera. Das ist schön, dass ich bessere Ausrüstung habe. Aber gibt es hier nicht ein Loch im Dach? Nee, das sind ein paar verrutschte Ziegel.
das Ding einen Hintereingang? Das zwar nicht, aber ich komme hier rein. Toll. Ein Schlafanbau. Was ein Scheiß. Nee, 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 Keule. Du kommst mal nicht dieses Weges hier, ja? Beide Schätze gestohlen. Auf der anderen Seite sind die ganzen Kriegsvorräte. Jetzt runterzukommen wäre dumm. Das wäre extrem dumm. Mich mit ihm anzulegen, macht echt keinen Spaß. Mit dem Nosa macht mich schon fertig. Aber erst nochmal einen Zacken schlimmer. Nix, hä? Nochmal happy. So, es bliebe mir theoretisch nur noch, den Befehlshaber auszuschalten. Der versteckt sich irgendwo in der Mine. Die vielleicht einen Hinterausgang hat, ich weiß es nicht. Kann mal um den Berg rumschleichen, vielleicht finde ich ja was. Kopfgelder. Achtung, Kopfgeldjäger machen Jagd auf dich. Und das, ja, kenne ich alles. Das ist mir nichts Neues. Der Berg ist groß und weit. Ich weiß nicht mal, ob die Mine irgendwo einen zweiten Ein- oder Ausgang hat. Und danach von außen zu suchen, ist vermutlich auch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Kompass gibt nur diesen einen Eingang her. Und natürlich auch die Kopfgeldjäger wieder rumschimmeln. Hey, aber der Befehlshaber hat sich aus dem Berg getraut. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Oh ja. Karios hat sich wohl beim ersten Angriff erholt. War auch nicht zu erwarten, dass er... ...seinen Schaden behält. Bin gar nicht da. Da stimmt was nicht.
schreit er immer noch hier. Das war's. Raus hier. Ort abgeschlossen. Lavrio Silbermine. Tschüss. Puh. Miau. So, was war der nächste Steinbruch? Gut, es war eine Silbermine, aber... Kapsunion. Das da ist nicht erforscht, das Gelände. Ich könnte mir mal diesen Aussichtspunkt da holen. Schadet vielleicht nicht. Er ist recht hoch gelegen. Und könnte eventuell die beiden unentdeckten Bereiche abdecken. So, Phobi, dann gucken wir mal, wie wir hier halbwegs sicher runterkommen. So, dass du dir nicht alle Achsen brichst. Ja, ja. Eine hyperaktive Miezekatze, ey. Ich reite querfeldein durch die Stadt. Bilde mir ein, dass das schneller geht als außenrum im langsamen Tempo zu reiten. Ein Aussichtspunkt holen wir uns heute noch und dann war's das. Gucken, was uns auf dem Weg zum Aussichtspunkt noch alles passiert. Entschuldigung, aus dem Weg. Du sagst es. Gefängnis. Okay. Entschuldigung. So bunt sehen die Statuen irgendwie besser aus als so später einfach nur noch in Marmorweiß oder ausgeblichenem Stein. Aber ja, so eine Statue ist natürlich vor der Witterung sicher, nicht sicher, ne? Ja, ich bin ja schon wieder weg. Ah. Hier ist ein Stadttor, aber das ist zu.
Ist ja praktisch. Los. Ella. Phobi, ich muss dich hier mal allein lassen. Sonst komme ich aus der Stadt offenbar nicht mehr raus. Wir hätten hier einen Wald abgefackelt. Die Tore sind zu. Kein Händler kommt rein oder raus. Und ein Heer Spartaner wartet auf seine Beute. Okay. Ah. Ein Schlachtfeld. So eins wie das, auf dem wir schon mal gekämpft haben. In Megaris. Oh, so dein Ernst, Bällchen. Ich bewundere deinen Optimismus. Parnes Jagdgründe. Das Alpha-Tier-Alien. Bist du da? Bist du Parnes? Oh, hi! Das habe ich jetzt nicht erwartet. War aber nicht nett. Okay, dann tanzen wir eine Runde. Genau, vergiftet euch mal gegenseitig. Ich zünd euch derweil an, ja? Doch. Lass deinen scheiß Bogen stecken. Flinker Tod. Pack eine Nahkampfwaffe aus oder lass es bleiben. Mit Fernkampfwaffen kommst du hier nicht weit. Altar des Zeus. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über Likes und auch Kommentare freuen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey dann wieder. Bis dahin und bye bye! On the drift of the wind, on the course of the canyon.
me something to fight for. On the drift of the wind, on the course of the king, it will carry me, my odyssey. On the drift of the wind.